Ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Heute geht es um den dritten Spieltag der Bundesliga nach der Länderspielpause. Eventuell der erste Dämpfer für die gut gestarteten Hannoveraner oder Hamburger. Und kommen Bremen und der FC Köln aus der Krise? Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus zu meiner Partnerseite OneFootball, die App für euer Smartphone, die neuesten Live-Scores, Transfergerüchte und Kaderinformationen und natürlich auch alle weiteren Informationen und News rund um den Fußball, jetzt wo die Transferphase vorbei ist. Dazu IGVault 6% Rabatt auf eure Coins, Viva Points, PSN, Microsoft Guthaben, dazu Rocket League Zubehör oder Madden Coins und natürlich auch meine Social Media Seiten Twitter und Instagram. Checkt da auf jeden Fall mal vorbei oder geht da auf jeden Fall mal vorbei und abonniert bzw. folgt. Das Freitagabendspiel erneut wie bereits am zweiten Spieltag ein Spiel des Hamburger SV, diesmal zu Hause, diesmal gegen RB Leipzig. Zuletzt ja der überraschende Auswärtssieg beim ersten FC Köln, der zumindest für viele und für mich überraschend kam. 3:1 hätte ich Hamburg in Köln gerade nicht unbedingt zugetraut. Allerdings hat Hamburg jetzt 6 Punkte auf dem Konto, damit sind sie so gut gestartet wie seit Ewigkeiten nicht mehr und waren ja zwischenzeitlich sogar Tabellenführer. Leipzig nach der Niederlage gegen Schalke 04 gut zurückgekommen gegen Freiburg mit einem 4:1 Sieg und momentan auf Tabellenplatz Nummer 7. Mit einem Sieg könnte man natürlich an Hamburg vorbeiziehen, wenn man mit mehr als 2 Toren, wenn man allgemein gewinnen würde. Würde man an Hamburg vorbeiziehen. Und das wäre natürlich auf jeden Fall mal ein Anreiz, beziehungsweise ist natürlich allgemein wichtig, dass RB gewinnt, um halt wieder in die Spur zu kommen und relativ weit oben in der Tabelle zum Anfang der Saison schon mal zu stehen, denn das Ziel ist ja wieder der internationale Fußball. Ich glaube auch, dass RB ganz gute Chancen hat. Ich denke, der HSV ist sehr, sehr gut gestartet, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass die letzten Transfertage jetzt ein bisschen unbefriedigend waren für den HSV. Beispielsweise hat man keinen neuen Linksverteidiger bekommen. Das heißt, weiterhin muss man da eigentlich auf Douglas Santos bauen, weil weder Stafelidis noch der Kollege von Montpellier, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe, gekommen sind. Dazu ist man ein bisschen auf den Lasten liegen geblieben, die halt einfach viel Geld kosten, wie Luis Holtby beispielsweise. Allerdings darf man nicht vergessen, beispielsweise wurde ein Unruhestifter wie Pierre-Michel Lasogga abgegeben. Das heißt, auch wenn sie nicht so viele Neuzugänge hat jetzt am Ende der Transferphase, so schlecht ist es, was die Abgänge angeht, nicht. RB Leipzig hat nicht mehr viel gemacht, hat abgesehen von Keita, den sie verloren haben, eigentlich gar keine großartig nennenswerte Aktivität mehr gehabt. Und sie haben Kevin Campbell geholt, das darf man nicht vergessen. Quasi der Ersatz jetzt schon für Keita. Ich denke, dass RB eine Riesenqualität hat. Und ich glaube, dass die nach dem ersten Sieg gegen Freiburg ein bisschen besser in die Spur gekommen sind. Natürlich ist Hamburg gerade zu Hause eine unglaublich ekelhaft zu bespielende Mannschaft, weil das Volksparkstadion immer so 100.000% hinter seinen Hamburgern steht. Und dementsprechend muss man natürlich aufpassen, gerade auch als RB Leipzig, dass man da nicht seine Situation irgendwie unterschätzt und da nicht irgendwie zuvor spielt. Zumal letzte Saison gegen Hamburg zu Hause lief das, also auswärts, und zu Hause haben sie aufs Maul bekommen. Ich tippe auf ein 1:2 für Leipzig, weil ich glaube, dass Hamburgs kleine Siegesserie jetzt erstmal einen Dämpfer bekommt und dass Leipzig einfach zu stark ist und sie jetzt gerade auch während der Länderspielpause irgendwie noch ein bisschen sammeln konnte. Ich glaube, dass die Spieler wie Augustin und sowas jetzt besser in der Mannschaft integriert sind, die Neuzugänge. Ich glaube, dass Campbell nochmal eine ganz neue Qualität bringt und dementsprechend, dass Leipzig das gewinnt. Kann mir aber auch vorstellen, dass sie unentschieden spielen. Ein Hamburger Sieg tue ich mich schwer mit. Ist aber gerade zu Hause halt eben auch möglich. Aber einfach, weil es mein Bauchgefühl ist, tippe ich auf 2:1 Leipzig. Die Samstagsspiele. Der erste FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen. Die Karnevalself gegen die Werkself aus Leverkusen. Ja, ein sehr interessantes Spiel, finde ich, weil beide nicht optimal gestartet sind. Mainz mit 0 Punkten bisher und 2 Niederlagen gegen Stuttgart und gegen Hannover, die beiden Aufsteiger. Leverkusen mit einer Niederlage am ersten Spiel, die erwartet war, gegen Bayern und dann mit einem Unentschieden, das sich auch in der Niederlage anfühlt, gegen Hoffenheim, wo man die klar bessere Mannschaft war. Jetzt muss man auswärts zu angenockten Mainzern. Was natürlich auch nicht angenehm ist. Die Kofas Arena, wenn sie überhaupt noch so heißt, ich weiß es nicht, ist an sich nicht so die riesige Festung. Allerdings trotzdem natürlich Mainz mit Fans im Rücken deutlich stärker als auswärts, in meinen Augen. Die Sache ist jetzt, dass Leverkusen jetzt auch nicht die weiteste Anfahrt hat. Das heißt, die Spieler sind vielleicht ausgeruhter, auch durch die Länderspielpause vielleicht. Sie haben natürlich mit Campbell nochmal Qualität verloren. Aber auch im Sturm neue Qualität dazu bekommen mit Alario, auch wenn er nicht spielen darf. Okay, das muss man halt bedenken dabei. Alles in allem bin ich sehr unschlüssig, wie dieses Spiel ausgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass Mainz das gewinnt. Ich könnte mir vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leverkusen das gewinnt. Ich habe, glaube ich, in meiner App auf Leverkusen getippt. Sage jetzt aber unentschieden. 2:2 zwischen Mainz und Leverkusen. Ich glaube, Leverkusen bleibt damit ein bisschen in der Krise. Mainz kriegt zumindest ein besseres Ergebnis hin, als viele ihnen zutrauen. Boah, es wird auf jeden Fall spannend. Es wird definitiv spannend. Ich habe ja Mainz ganz weit oben gesehen, Leverkusen eigentlich auch.
Gut, Leverkusen hat ein schweres Auftaktprogramm. Mainz hat es irgendwie ziemlich verkackt. Mal abwarten. Ich sage auf jeden Fall 2-2. FC Augsburg gegen den ersten FC Köln. Köln ja miserabel gestartet mit Niederlagen gegen Gladbach und gegen Werder, gegen Hamburger SV, Entschuldigung, nicht Werder Bremen. Bremen ist noch miserabler gestartet. Ja, Augsburg ist jetzt der nächste Gegner. Die sind besser reingekommen, beziehungsweise auch nicht optimal mit einer Niederlage gegen Hamburg, wo sie unglaublich schlecht waren und einem glücklichen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach. Aber sie spielen zu Hause und sie haben gegen Gladbach zu Hause sehr gut ausgesehen in meinen Augen und dementsprechend könnte es sein, dass sie das jetzt zu Hause auch wieder ausnutzen werden. Köln ist deutlich stärker zu Hause als auswärts, das darf man nicht vergessen und dementsprechend weiß ich noch nicht so hundertprozentig, ob ich wirklich glaube, dass Köln das gewinnt. Das war zunächst mein Bauchgefühl, dass ich gesagt hätte, dass Köln sich damit ein bisschen aus der Krise ballert. Sie müssen halt auch, ja, sie müssen definitiv, aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich machen werden. Die andere Seite ist halt eben Augsburg, sehe ich als Absteiger Nummer 1 und muss halt eigentlich auch mal wieder punkten oder muss halt dreifach am besten punkten, um sich halt nicht direkt zum Anfang der Saison schon richtig unten rein zu wursteln. Ich glaube aber, dass sie verlieren. Ich sage 1-2 für Köln, ich traue auf die Kölner, ich mag ja Köln und ich glaube, dass Cordoba sein erstes Saisontor nicht macht, sondern dass Rudnevs trifft, wenn Rudnevs spielt. 1-2. Ist, glaube ich, heute mein Standardergebnis, denn auch das nächste Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt tippe ich mit 2-1. Frankfurt ist ja so lalach reingekommen, zweiter Spieltag eine bittere Heimniederlage gegen Hoffenheim und jetzt geht's am dritten Spieltag gleich auswärts weiter im Borussia-Park. Gladbach hat dagegen starke Kölner, gegen an sich nicht schlecht spielende Kölner, das Derby gewonnen, ist natürlich euphorisiert, gerade vor heimischem Publikum haben die richtig Bock, denke ich mal, und es ist immer schwierig, da zu spielen. Dementsprechend denke ich auch, dass Frankfurt es nicht unbedingt einfach erwischen wird und dass sie dementsprechend das nächste Spiel wieder verlieren. Klar hat Frankfurt gut eingekauft, hat jetzt den letzten Transfer nochmal gut gemacht mit Ante Rebic, den sie wieder per Leihe geholt haben von Florenz, der letzte Saison ja schon da war. Der kennt die Mannschaft, das ist alles sehr, sehr gut, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass einfach Gladbach momentan zu stark ist und die sind nicht umsonst immerhin mit 4 Punkten gestartet, war in meinen Augen auch besser gegen Augsburg. Defensiv sind ein paar Mängel aufgetreten, aber ich glaube auch gerade zu Hause mit den Fans im Rücken wird das ein 2-1 Erfolg für Gladbach. Das ist übrigens mein Standardtipp dieses Wochenende, merke ich schon, aber das ist halt einfach ein schönes Ergebnis. Freiburg gegen Dortmund, Breisgau-Stadion, natürlich der kleine SCF, der ja auch nicht gerade toll gestartet ist, mit insgesamt einem Punkt aus den ersten beiden Spielen und der Niederlage mit 1-4 auswärts, sehr demoralisierend gegen RB Leipzig, nachdem sie ja noch geführt haben. Dortmund ist ziemlich optimal gestartet, ist momentan Tabellenführer, wird sie das auch nicht nehmen lassen wollen, das kann man auch definitiv nachvollziehen. Ich denke mal, dass die mit Jaden? Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Sancho? Oder Sancho? Keine Ahnung. Auf jeden Fall diesen Mann aus England, beziehungsweise ich glaube Trinidad Tobago, weiß ich gar nicht, kann es gar nicht aufrufen, das Profil. Das auf jeden Fall Dortmund haben wir nochmal einen guten Nachwuchsspieler geholt, der war natürlich nicht unbedingt der Gamechanger jetzt ist. Mit Dembélé haben sie dafür einen Gamechanger verloren, aber ich habe ja bereits gesagt in den letzten Videos, ich denke sowieso, dass Pulisic eine deutliche Nummer besser ist oder auf jeden Fall genauso viel Potenzial mindestens hat und halt eben nicht im Kopf so ein bisschen verquer denkt. Ich glaube, dass Dortmund das gewinnen wird und ich denke, dass Dortmund weiter Tabellenführer bleiben wird, denn die gewinnen das Spiel in Freiburg mit 0-2. Dann haben wir natürlich noch ein Topspiel und zwar, ja, Spiel Hoffenheim zu Hause in der Provinz, das ist momentan der Werbespot bei Sky gegen den FC Bayern. So schön, wie sie es da sagen, Provinz, für uns ist das Heimspiel. Nadia Mamiri, ach was, du Fuchs. 1-3 für die Bayern ist mein Tipp. Ich glaube, dass Hoffenheim sich sehr gut erholt hat von dem Unentschieden am ersten Spieltag mit dem 4-1 gegen eben Freiburg. Das war Leipzig, was rede ich hier? Mit dem 2-2 gegen Leverkusen, nachdem sie am ersten Spieltag gegen Bremen gewonnen haben. Ja, war hier gerade mal komplett falsch, Entschuldigung. Ich denke, dass sie da gut zurückgekommen sind, aber ich denke, dass sie da auch eklatante Schwächen in der Defensive gezeigt haben. Süle ist halt nicht mehr da und Süle war der Diktator in der Defensive, der Dirigent. Ich nehme das zurück mit dem Diktator, der Dirigent und der ist jetzt halt bei Bayern. Und ich glaube, dass Bayerns Offensive zu stark ist für die TSG, die momentan mit Bicacic und Vogt halt nicht die allersolideste Verteidigung haben. Das ist halt leider so. Ich sehe Hoffenheim trotzdem relativ weit oben in der Tabelle dieses Jahr. Aber ich glaube nicht, dass sie den Bayern wie letzte Saison was abtrotzen können, zumal die aus ihren Fehlern gelernt haben werden. Auch ein Hübner beispielsweise kann halt eben einen Süle nicht ersetzen. Und dementsprechend sage ich, dass Hoffenheim zwar treffen wird, aber dass Bayern dreifach trifft. Und 1-3 geht am Ende aus für die Bayern. Sonntag 15:30 Hertha gegen Berlin. Was ist heute los schon wieder? Hertha gegen Bremen. Die Werderaner, miserabel gestartet. Haben sich jetzt nochmal verstärkt, sehr, sehr gut mit Ishak Belfodil. Ich weiß nicht, wie sie den an die Weser gelockt haben. Ganz ehrlich, das ist ziemlich beeindruckend. Eine Leihgebühr von 1 Million. Ich weiß nicht, warum Lüttich seinen warum die den verleihen. Hannover war ja auch lange interessiert an Belfodil. Der war aber zu teuer für uns und wir wollten ihn offensichtlich nicht leihen. Bremen hat damit auf jeden Fall nochmal Qualität dazu gewonnen. Allerdings ist das große
Problem, dass Hertha sehr, sehr heimstark ist. Sehr, sehr heimstark. Haben sie letzte Saison bewiesen, da haben sie erst gegen Hoffenheim im Saisonendspurt verloren, mal zu Hause das erste Mal. Und auch gegen Stuttgart haben sie sehr, sehr souverän gespielt am ersten Spieltag, auch wenn Stuttgart Chancen hatte, da verstehe ich mich nicht falsch. Ich glaube, dass Bremen, so leid es mir tut, auch hier wieder keinen Punkt holen wird. Und ich glaube, dass Hertha zu Hause zu stark ist und mit 2-1 gewinnen wird. Ist Standardtipp. Aber so ist es halt. Dann haben wir das nächste Sonntagsspiel, und zwar FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart hat sich ja erholt mit dem Sieg gegen Mainz 05, hat damit so ein bisschen den Negativtrend abgewendet. Dazu Schalke, die ja sehr gut gestartet sind eigentlich gegen Leipzig und dann gegen Hannover 96 verloren haben. Da brennt jetzt schon ein bisschen der Baum. Viele haben schon gesagt, oh, Tedesco, viel zu überschätzen und so weiter und so fort. Man kennt ja Schalke, man lässt niemanden mal in Ruhe arbeiten und gesteht man die Niederlage zu, auf keinen Fall. Allerdings muss er liefern. Und ich denke, Schalke wird liefern. Gerade zu Hause, Stuttgart auswärts, war am ersten Spieltag schon nicht zu pralle, muss man ganz ehrlich sagen. Gegen Berlin, gegen heimstarke Mannschaften wird sich sogar, glaube ich, schwer tun, auch wenn sie natürlich Fanpower haben im Rücken, die auch viele mitbringen. Ja, ich glaube, dass Schalke das gewinnt und dass Stuttgart das verliert dementsprechend und Schalke sich ein bisschen weiter oben wieder in der Spitzengruppe etabliert. Mit, Überraschung, Überraschung, 2-1. Bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ich kann mich da auch komplett täuschen. Vielleicht macht Stuttgart das ja ähnlich wie Hannover, kontert viel. Die Spieler dafür haben sie. Und dann wird es am Ende ein Sieg für Stuttgart. Aber ich tippe auf jeden Fall auf Schalke mit 2-1. So, da ist natürlich aufgefallen, wir haben ein Spiel vergessen, beziehungsweise ein Spiel, über das ich noch nicht geredet habe. Und das ist Hannover gegen Wolfsburg, habe ich gemacht, damit ihr Hater, na, oder ihr Zuschauer, die immer sagt, du redest viel zu lange über 96, jetzt abschalten könnt. Tschüss, macht's gut. Ja, genau. Also, mein Lieblingsverein gegen Wolfsburg. Das Niedersachsen-Duell. Die Königskrone von Niedersachsen wird verteilt. Es gibt ja nur zwei niedersächsische Vereine in der Bundesliga, denn Hamburg und Bremen sind Nordclubs, aber nicht in Niedersachsen. Das sind ja eigene Bundesländer. So, BS ist Gott sei Dank auch nicht in der Bundesliga. Dementsprechend kann 96 hier theoretisch die Krone Niedersachsen sich selber aufsetzen. Die Sache ist nur, dass Wolfsburg jetzt gerade nicht so schlecht gestartet ist. Klar, am ersten Spieltag eine ganz, ganz bittere Hallenniederlage gegen Dortmund, aber dann halt eben der Auswärtssieg in Frankfurt, den du auch erstmal machen musst, weil Frankfurt nicht gerade heimschwach ist. Allerdings haben sie da eklatante Schwäche im Defensivverbund gezeigt. Das hat sie am ersten Spieltag gezeigt und auch am zweiten Spieltag. Die hat einfach nur Glück, dass Frankfurt nicht in der Lage war, den Ball über die Linie zu drücken. Hannover war in den ersten beiden Spieltagen zweimal in der Lage, das Leder über die Linie zu rücken, allerdings mit gnadenloser Effektivität. Und ich denke, dass wenn Wolfsburg hier das Spiel macht, oder Spiel machen muss, Hannover auch Chancen hat. Es kann aber auch sein, dass Hannover das Spiel machen muss. Oder dass beide das Spiel nicht so wirklich machen, dass es eine komplette langweilige Partie wird. Und das vermute ich momentan eher. Hannover kann theoretisch ein bisschen das Spiel machen. Wolfsburg müsste es können bei der Spielerqualität, die sie haben. Hannover kann kontern, Wolfsburg kann auch kontern. Das wird sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass 96 sehr gut reingekommen ist, dass 96 euphorisiert ist. Wir haben mit Bebu nochmal eine ziemliche Qualität dazu bekommen, vor allem tempomäßig. Jonathas ist sehr gut angekommen. Ich denke mal, auch der ist euphorisiert. Und wenn du halt einen Spieler hast, der am ersten Spieltag direkt trifft, dann stimmt die Moral. Auf der anderen Seite allerdings muss man natürlich auch sagen, Wolfsburg hat mit Di Mata einen, der sich sehr gut eingefunden hat jetzt schon. Die haben mit Gomez einen unglaublich gefährlichen Stürmer. Das sieht alles nicht so schlecht aus, ja. Und gerade zu Hause, weil wir da keine Fans im Rücken haben, so wirklich, weil der Support ja weiterhin fehlt und auswärts ist immer noch mal eine Runde schwieriger als zu Hause, wo halt nicht das Stadion mitmachen kann. Ah. Dazu Neuzugang Origi auf Seiten von Wolfsburg. Die Stimmung in der Volkswagen Arena nehme ich einfach nicht als Faktor, weil so heimstark ist Wolfsburg nicht, weil so krass ist die Stimmung da auch nicht. Und ich glaube, wenn sie jetzt gegen Hannover verlieren würden, wäre die Stimmung richtig schlecht. Ich glaube, es wird ein 1-1. Ich glaube, Jonathas und Origi machen die Tore. Ja, das würde einfach passen, wenn Origi bei seinem Debüt trifft und wenn Jonathas beim zweiten Spiel auch trifft. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich tippe auf Unentschieden. Ich könnte mir sowohl einen Sieg von Wolfsburg sehr gut vorstellen, gerade zu Hause, und eine Niederlage von 96, weil irgendwann muss der Dämpfer kommen und ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt kommt. Und dass man dann am nächsten Spieltag gegen Hamburg, wieder ein Freitagsspiel für Hamburg, das ist ein bisschen überraschend oder irgendwie komisch, dass man sich dann wieder mehr fokussiert darauf zu gewinnen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass 96 jetzt nochmal gewinnt und einfach komplett den Dämpfer dann gegen Hamburg bekommt zu Hause. Ich weiß es nicht. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich tippe 1-1 für dieses Spiel. Hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das war's von meiner Bundesliga-Prognose. Wir sehen uns entweder morgen oder irgendwann anders wieder. Ich bin ja morgen schon in England. Das heißt, morgen seht ihr den Vlog, weil dieses Video hier kommt am Donnerstag. Ja, wünsche euch bis dahin auf jeden Fall, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.